Parasolpilz, den wir hier sehen. Und damit, den kann man ganz einfach erkennen, und zwar dieser Ring hier unten, siehst du? Das ist ja der Ring, der muss beweglich sein. Wenn der Ring beweglich ist, der hier, dann weißt du, das ist ein Parasolpilz und der ist... Man kann den essen, ja. Ach so, das ist essbar. Ja, und das wären auch Parasolpilze da. Die kleinen? Ja, die wären so groß, ja. Und dann kann man die braten wie ein Schnitzel. Und dann sieht noch mehr. Sieht schön aus. Isst du gerne Pilze, Laura, oder nicht? Mhm. Du isst alles, außer Chili. Normalerweise findet man dann noch mehr, weil es ist ja auch warm. Da wachsen die eigentlich ganz gut. Mhm. Ich denke, viele Leute, die haben auch schon gesammelt. Okay. Wollen wir die Straße entlang laufen oder wieder zwischen Bäumen? Andere Seite. Da gibt es größere. Oh, ja. Und noch weiße. Viele weiße da? Aber ich denke, die weiße kann man nicht essen, oder? Nein. Viele gibt es. Guck mal da zum Beispiel, die da. Ach, guck mal, das ist die da hinter dir. Ach so. Die gelben. Wunderschön. Ah, viel. Diese kann man nicht essen, ne? Nee, ich glaube nicht. Wollen wir probieren? Ja, Peter, dafür kann man gut rausgehen. Es gibt Ärzte hier. Wir haben eine Ärztin, das ist kein Problem. Aber ich dich doch nach Pilz, nicht? Wenn die Ärztin auch isst, dann ist es alles. Naja, selbst wenn du das überlebst, ist das nicht gut. Weil viele Pilze, die machen zum Beispiel die Leber, stören die Leber. Ah ja? Der sieht so aus. Mhm. Ja. Und dann ist ja, schön. Dann müssen wir es vom Pilz lernen. Dann kann ich morgen nicht arbeiten gehen. Was auch nicht schlecht ist. Was schön ist. Guck mal, wie schön das riecht hier. Mhm. Wonach riecht es hier? Okay. Oh, guck mal. Diese Pilze. Das ist Schüssel, sieht so aus wie Schüssel. Ja. Die andere. Ach, guck mal hier. Von unten. Von unten. Sieht gut aus. Ach,
Oder hier. Guck mal. Ja. Das ist Flaschenkürbis. Den kann man auch essen, theoretisch, aber ist nur kein besonders guter Speisekürbis. Man kann es essen und das war's. Vorsicht, das ist eine Brennnessel an deiner Hand. Wieder, Brennnessel. Ha? Was ist das? Eine Brennnessel. Okay. Die brennt, die sticht. Oh ja? Ja. Und guck mal hier, guck mal her. Das ist hier eine ganz giftige Pflanze, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Hier. Nee, das ist Obst. Nee, das ist halt, sieht nur so aus wie Obst. Ja. Oh? Kann man nicht wissen? Das ist Johannisbeeren oder was? Das ist Ritas Beeren. Da, aber es ist schön hier, ne? Oh, es gibt Windel oder was? Windel. Warum können Sie nicht nach Hause mitnehmen? Oder? Oh, ja, das ist noch anders. Ja. Guck mal, diese eine andere. Es ist unterschiedliche Pilze. Ah, viele, oder? Viele Sachen. Guck mal, das ist hier noch ein Paradies. Die sind auch noch klein. Oh je. Schön, ne? Ja. Ganz groß. Das ist ein Parasolpilz. Siehst du, und hier unten ist der Ring. Siehst du das? Der bewegliche Ring. Ah, okay. Der muss beweglich sein. Das heißt, kann man schon essen, oder was? Naja, nee. Das ist eigentlich ein Unterscheidungsmerkmal, weißt du? Dass dieser Ring hier unten beweglich ist. Okay. Die sind aber noch klein für Parasolpilze. Hä? Es ist größer? Ja klar, die sind viel größer. Wenn ich im Garten wäre, ja? Ja? Schön. Hm? Du hast nur noch freie Natur. Wachsen nur im Wald oder was meinst du? Das sieht aus wie eine Blume. Noch? Das ist andere, ja? Ja, diese weiße. So, die das sieht so aus wie Trompete oder was? Hast jetzt irgendwo mit die Sammel und jetzt drehst du die Pilze und hast du einen davon dabei und ist alles versaut. Weißt du? Bitterlich. Ja. Die Sammeln auch Pilze? Grau, Müller, die hatte auch ein paar so genommen und geschnitten und geguckt, wann, ob sie gut waren. Ach so. Sie macht Untersuchungen oder was? Genau. Okay. Sie hat mit einem Messung gesagt, ja, dass diese, gell? Wir laufen jetzt Richtung Hauptstraße. Welche Hauptstraße? Weiß ich nicht. Die Bushaltestelle ist. Okay. Die Hauptstraße. Okay. Weißt du, wie Ah, ja, ja. Guck mal, es gibt ein Auto da. Ein Auto im Wald drüben? Wo? Ach so, ja, stimmt. Hier ist ein Haus, wo wir wollen. Sieht so aus wie Auto von meinem Nachbar. Ja. Die sind nicht zu Hause, vielleicht die sind hier. Ui! 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 Wenn du mal von unten filmst, siehst du auch den Ring. Nee, nicht so nah ran. Komm mal her. Da ist der Ring. Ah, ja, ja. Und der muss beweglich sein. Warte, halt mal fest. So. Nee, so, ein Stück runter. Siehst du, den kannst du hier so. Der war vorher hier unten, siehst du das? Und das ist dann hochgerutscht. Achso, die bewegen sich immer nach oben oder was? Ja, die sind locker, weißt du? Und hier wächst der nächste Parasolpilz. Oh, ist das schön, ne?
So eine habe ich noch nie gesehen, weißt du? Ja. Ganz groß. Vorbeikommen. Aber auch nicht essbar, oder? Ui. Guck mal, da hinten gibt es noch mehr. Hier, andere Seite. Mhm. Ja, die sind jetzt vor. Doch stören natürlich den Baum, ja. Mach einen Baum kaputt. Okay. Die sind Parasit oder was, oder? Ja, es gibt viele Sachen im Wald. Guck mal, sehr, sehr großer Baum.